Hi, Prost, hallo, willkommen zurück bei meiner Beer Factory. Ich sag ja, ich fand das Spiel eigentlich genial. Eine Wirtschaftssimulation, wo man wirklich auch händisch arbeitet. Das mag ich ja immer, auch wenn hier noch viele, viele Bugs und kleine Fehler drin sind. Aber der Entwickler gefällt mir, weil er zumindest die Courage hat, einen Fahrplan direkt ins Game reinzubauen. Weil der wollte von Anfang an sagen, komm, den Leuten wird's nicht gefallen. Lass uns gleich unsere Ideen, was wir so alles vorhabe, reinzuschreiben. Und deswegen vertraue ich ihm einfach. Ich vertraue ihm. Ich habe Vertrauen zu ihm. Ja, Sturz weg. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Ich habe eine wichtige Sache. Eigentlich, wie der Titel auch schon sagt, Neustart. Ich habe von vorne angefangen und habe den Penner eliminiert. Das heißt, ich habe diese andere Stufe genommen, ohne Penner und so weiter, und habe das Tutorial erstmal gespielt. Nur bis dahin, wo wir die Getreidemühle aktivieren konnten. Und ihr seht, der Ziel beendet den Bau und schaltet die Brauerei im Untergrund frei. Also das heißt, das ist der nächste Schritt, was wir machen müssen. Wir haben aber trotzdem viel Kohle. Wenn ihr oben guckt, wir haben knapp 13.000. Das hat einen Grund. Ich habe nur Kundenaufträge. Ich habe mich erstmal so aufgestellt, als wäre ich ein echter Unternehmer. Die Getränkemühle habe ich ja. Ich habe 2 Angestellte. Und kann im Moment nur... Ich sehe gerade mal alles vorbereitet. Schon läuft mir die Zeit weg. Kaffee schon mal aufsetzen. So. Und habe, wie ihr jetzt gleich seht... Moment, Tor auf, Licht an. So, ne? Also hier diese normale Kundenaufträge gemacht. Nichts anderes wie das, die Bestellungen, ne? Also eben Malz, vom rohen Malz zu geschrotenem Malz oder veredeltem Malz auszuliefern. Nur so Geld verdient, mal mehr habe ich im Moment nicht. Ich bin halt noch ein kleiner Unternehmer, so ungefähr, ne? Möchte an die nächste Stufe gehen und ich hatte im ersten Step... wie ich im ersten Step so angefangen hat, den Fehler gemacht, mich an jedem Hinweis beende den Bau. Ich habe mich immer sofort an diese Hinweise gehalten und sofort gemacht. Und da war auch das Geld immer so knapp. Guck mal, jetzt haben wir 13.000 schon gespart. Wie ich es gemacht habe, das zeige ich euch in einer Runde und dann gehen wir direkt weiter in die nächsten Schritte. Und habe inzwischen halt auch noch hier die Regale gekauft. Und ja, und alles, alle Aufträge, die ich mache, bestelle ich grundsätzlich Runde auf die nächste volle Palette. Und immer was übrig bleibt, habe ich schon gesammelt. Das wird hier gesammelt meistens. Ne? Und so weiter. Und alle volle Palette reingeschaltet. Also ich habe ein paar Stunden gespielt, ohne euch sozusagen, nur um erstmal hierher zu kommen. Aber bin noch nicht so weit. Aber mach's jetzt genial, weil ich versuche es einmal mal genial zu lösen. Wie man einen guten Produktionsprozess sag mal, in Masse abhandeln kann, ohne Chaos zu verursachen. So, und wie gesagt, dieser Scheißpenner, sorry, wenn ich es so ausdrücke, der stört uns nicht mehr. Ruhe, er in Frieden. Ich will gar nicht erzählen, was ich mit ihm gemacht habe. Aber ich fand es genussvoll. Ich fand es herrlich. Aber er existiert nicht mehr. Punkt aus. So. Ja. Machen wir mal ganz kurz so einen ersten Durchgang. Schauen wir gerade mal, was müssen wir jetzt hier machen. Mittlerweile, ich meine, wir sind wieder auf Level 7. Da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Also wir haben nichts verloren. Nur, dass wir jetzt richtig starten und dann geht es auch angenehmer voran. Ne? So. Ist halt eine Wirtschaftssimulation. Annehmen. Plus 26. Annehmen. Plus 18. Annehmen. Plus 18. Annehmen. Und plus 20. Annehmen. Es sind 106 Sackware, die wir komplett machen müssen. Dann machen wir jetzt 4 Palette, 5 Palette. Ja, das reicht. So, dann machen wir den Auftrag noch einmal, so wie bisher gehabt. Aber es hat was gebracht, mindestens, ne? Zumindest mal, guck mal, wir haben gut Kohle und wir haben hier den ersten Teil schon mal ganz ansehnlich gemacht. Ne? Ich hatte erst überlegt, Mensch, ich könnte jetzt erstmal so lange weitermachen, bis hier die Regale voll sind mit Malz. Malz ist im Moment wichtiger wie Hopfen, ne? Das ist halt so, weil Malz ist immer das, was am meisten drin ist im Bier. Und ja... Und wie gesagt, ich habe diese ganze Arche übrigens, ja, ich habe genau, ich habe das gleich schon strategisch richtig gemacht. Ne? Ich habe die alle hier verknüpft. Wo geht der hin? Der geht in den Keller. Das verstehe ich jetzt im Moment nicht, weil da ohne ist noch nichts. Wir waren ja noch gar nicht ohne. Egal. Bei dem Spiel, wie gesagt, gibt es Überraschungen, leider. Ne? Ich hoffe, dass der Entwickler nicht dran bleibt. Aber diese alle verknüpft, das heißt, er holt alles, was hier steht, holt er hier weg. Bei der Ausgabe, das haben wir gelernt in den alten Folgen. Geht nicht. Da ist nichts zu machen. Oh, ich muss einen Kaffee trinken. Ich kann nicht rennen. Ja, ich komme. Frühe Morgen schon wieder so gehetze, ne? So.
Übrigens, ich bin kein mieser Chef, ne, der hier immer seinen Kaffee wegtrinkt und so weiter. Hier, meine Kollegen, dürfen alle kostenlos Kaffee holen, jederzeit, wann sie wollen. Ne? Wir kriegen es nur nicht mit, weil ihr immer bei mir durch die Schulterkamera schaut. Die kriegen natürlich alle kostenlos ihr Kaffee, das ist ganz klar. Manchmal bringe ich denen auch Kaffee, aber das kriegt ihr nicht so mit. So. Also, 5 Palette erwarten wir hier wieder. Und wir holen die ersten 2 raus. Ach, was freue ich mich schon. Ah, Bier. Wie Homer Simpson sagen würde. Wir wollen leckeres Bier machen. Rezept habe ich noch keine Gedanken gemacht. Mal überlege. Freund von mir, also gute Bekannte von mir, die haben ein eigenes Brauwerk, auch leckeres Essen und eigenbrautes Bier in Bad Kreuznach, und ich muss die echt mal wieder besuchen, aber ich glaube, er wird mir nichts von seinem Rezept erzählen, das weiß ich jetzt schon, auch wenn ich ihn sehr gut mag, er mich auch gut mag, oder beiden eigentlich, ne? Aber wie gesagt, wunderbare Gastronomen sind das, aber die werden mir bei all meinem Geschleime nichts erzählen, wie die ihr Bier herstellen. Wenigstens so ein Ansatztipp wäre schon schön, von denen Wasser, Hopfe, Malz, was haben wir noch, Hefe. So, nur so ein Tipp, ein prozentualer Tipp wäre hier schon nice, ne? Aber wir wissen ja nicht, auf welche Grundlage das Game programmiert wurde. Also was nutzt uns der Tipp? So, schnell aufbocke. Also wie gesagt, mittlerweile weiß ich ja, wo es dauernd buggt an dem Game. Manchmal fährt der LKW nicht weg. Die Tür geht zu, das heißt, er fährt auch weg, dann ist gut. Wenn die Tür nicht zugeht, wenn er einfach so stehen bleibt, einfach den Hubwagen nochmal loslassen, einfach nochmal hochfahren mit der Hebebühne, ganz in der LKW reingehen zu Fuß und dann hinten wieder runterspringen, einfach dann macht er die Tür zu. Der eine Tipp. So, der andere Tipp ist, den sehen wir gleich, eine leere Palette hinten bei die Ausgabe zu stellen. Vergesst das. Die fliegt durch den Raum erstmal wieder und so weiter. Das habe ich nicht mehr erlebt, seitdem ich das einfach so lasse, wie es ist. Und erst dann, wenn ich anfangen will, die fertige Ware abzuholen, fahre ich mit einem Hubwagen, mit einer leeren Palette einfach hin und dann geht's besser. Dann kommt das nicht mehr vor. Palettenstapel hier übrigens rumzufahren, bringt eh nichts. Ne? Weil oft nimmt der Hubwagen die richtig nicht an, die hüpfe da rum und das ist spannend. Also der Entwickler, sorry Entwickler, das ist kein kleiner Fauxpas oder ein verzeihlicher Fehler. Das ist eine absolute Fehlprogrammierung, die unbedingt von euch, und das erwarte ich auch von euch, dass ihr das wegmacht, weil das ist nervig. Das würde dem guten Spiel nur schade, wenn er das so lassen wird. So. Übrigens, dass ich so viele Palette hier habe, die habe ich schon gekauft. Ich hatte irgendwann auch so einen Auftrag annehmen wollen und habe dann, was weiß ich, etliche Säcke gekauft. Und dann kam plötzlich nur Leerpalette an. Keine Ahnung warum. Meine Lieferung kam nicht, ich musste die nochmal kaufen. Das war ärgerlich. Auch das ist noch so. Ja, es gibt einige Bugs, die hier wirklich gemacht werden müssen. Bugs, nenn es mal, das wäre dann einfach nur Fehler, die noch rausprogrammiert werden müssen, um auch höflich zu bleiben. Tatsächlich sind aber auch wahrscheinlich ein paar Fehlprogrammierungen drin, ne? Die auch das überdacht werden müssen. Wie zum Beispiel Sack wegnehmen, also F. Fahrzeug führen, auch F. Das könnten 2 Buchstaben sein, warum nicht? Wie oft habe ich dauernd einen Sack in der Hand gehabt, anstelle den Hubwagen in der Hand zu haben? Also das sind so Dinge, bitte eliminieren. So wie der Penner. Ich auch im Gulli entsorgt habe. Der ist weg. Der kommt nie wieder. Aber ganz ehrlich, ich mache hier keine Folge mehr. Regt mich dauernd auf über so einen Typ, der mir dauernd jagen muss und so weiter. Das ist so irrsinnig. Ich meine, die Bonusteile, die er uns dann dafür gebracht hat, fürs Wegjagen. Klar, ich habe trotzdem welche bekommen, durch Saubermache und so weiter, kam immer wieder gelegentlich am zu so eine Bonuskiste. Ich glaube, dass der Stapler jetzt nicht mehr ewig weit ausgebaut werden kann. Das ist das, was ich vielleicht verloren habe. Schade, ne? Realität wäre halt so, du hast ein Unternehmen und so weiter, du hast ein bisschen Geld oder was weiß ich, du investierst und guckst dann, dass dein Stapler ein bisschen schneller fährt oder keine Ahnung. Ich meine, du kaufst einen Stapler, der ist schnell genug schon eigentlich. Dass wir überhaupt nur drüber reden müssen, einen Stapler schneller machen zu müssen, aber naja, gut.
Ja, also das ist halt falsche Denkweise von Entwickler wieder mal, ja. Ein Spiel muss immer irgendwie schwer sein. Muss immer gestört werden durch irgendwas. Das ist aber nicht Unterhaltung. Wenn wir doch Wirtschaftssimulationen machen wollen, dann lass uns doch einfach machen. Lass uns doch einfach Wirtschaftssimulationen machen. Berufssimulationen und so weiter, ja. Und wenn wir ballen und schießen wollen und zerstören wollen, dann gehen wir in andere Games. Fertig, aus. Ne? Das ist halt das, was ich denke. So. Jetzt kommt noch eine Palette. Der Hof wird immer größer. Ja, ja, das ist mir klar. Aber dafür geht das dann ratzfatz eine nach der anderen Palette zu füllen. Ich stelle es hier hin. Also hier die Abstellfläche, die finde ich ganz, ganz wichtig. Die kann man überall verteilen. Wenn man genug Mitarbeiter hat, kann man die auch weiter wegstellen. Dann laufe halt ständig Mitarbeiter durch die Gegend und trage irgendwelche Säcke durch die Gegend. Ne? Aber pro Sack dauert es halt länger, denke ich mir. Und das ist auch unwirtschaftlich. So, komm bei. Ja, da kommt er schon dahin. Da ist mir noch was aufgefallen. Immer wenn die Rampe runterfährt, manchmal bleibt die Palette hängen. Jetzt letzter Zeit gelingt das irgendwie nicht mehr so oft. Irgendwie habe ich es im Dreh raus. Aber ihr seht ja schon, die Laderampe ist deutlich höher wie der LKW. Ne? Das heißt, die wollte schon, der Entwickler wollte, dass die Palette mit Hubwagen da auch schön drauf passt von der Fläche. In der Realität sieht es so aus, bei so einem kleinen Transporter. Eine Palette mit Hubwagen, die passt sowieso auf die Rampe drauf. Der Hubwagen wird natürlich dabei die Deichsel komplett rumgedreht, aber der steht auf der Kante, der passt immer drauf. Und die, trotzdem ist die Platte nur halb so hoch, wie der LKW ist. Ein bisschen höher, nicht mehr wie die Hälfte noch, ne? So ungefähr. Und daraus ist mir aufgefallen, machen wir die Tür schon mal auf, dass mir aufgefallen, dass hier die Entwickler nicht maßstabsgetreu gearbeitet haben. Ja, ich meine, das erklärt ja auch, warum wir packen immer 6 Flaschen in einen Karton beim Abfüllen und der Karton sieht so aus, als wenn da mindestens 10 oder sogar 12 drin, ne? Wenn nicht sogar. Ne? So groß wirkt der Karton. Also die arbeitet mit keinem Maßstabsmodell. Das ist halt auch schade. Dann würde das gar nicht passieren. Und dass überhaupt mehr Kartons auf eine Palette gehen. Die fertige, ne, Flasche. Schön sauber gestapelt. Bündig mit der Palette abgeschlossen. Das geht. Das geht alles, Leute. Ne, und dann hätte ich gerne die Palette danach gewickelt, wenn sie fertig ist. Also das sind so Dinge. Das wäre halt so fette Perfektionismus. Auszubauen, sagen wir mal so. Aber das Spiel ist trotzdem geil, ich find's gut. Nur noch die Bugs raus bitte und ein bisschen innovativer dran ran. Ein paar Kleinigkeiten reichen ja schon und dann kann man wunderbar mit dem Game sich beschäftigen. Das ist halt meine Meinung, ne? Absolut. Komm, die Palette wird gerade fertig dahinter, sehe ich gerade. Packst du den? Dann hätte ich dir geholfen, kein Problem. Du. Ich helfe dir gerne. Du. Ich helfe immer. Ich bin ein freundlicher Chef. Ich helfe immer meine Leute. Ich zeige dir immer gerne, wie es schneller geht. Wie man nicht müde wird. Wie man so geil auf die Arbeit wird, dass man gar nicht mehr Lohn haben will. So, zack. Erste Palette fertig. Aber bei dem Prozess hier vorne, im Schrotprozess, muss ich immer dabei sein. Also geht leider nichts. Ich habe versucht, ich habe extra noch Tests gemacht und so weiter. In der Automation versuche, wie kann man das irgendwie so laufen lassen. Dass das schön vonstatte geht, ohne dass ich dauernd dazugreifen muss. Hier vorne unmöglich. Allein schon hier mit dem Aufladen. Ne? Dass er das alleine da wegholt, da hat man eine Zeit lang Ruhe. Aber was nutzt das, wenn die dann hier... Ihr seht es ja. Ne? Oh Mann. Ich habe schon noch blöd gelenkt. So, wieder voll. So. Stellen wir die kurz mal ab. Kurz ist gut. So. Oh, jetzt haben wir wieder das Problem. Warum nimmt er jetzt wieder nur eine Palette? Eine. Er nimmt zwei. Warum nimmt er die jetzt schon wieder? Das habe ich. Doch, da vorne holst du vorne eine vom Stapel. Komm. Eben das meine ich ja, ne? Kleinigkeiten, die erwarte ich einfach, dass Entwickler die wegmacht, ja, weil die sind unnötig. Die machen das schöne Spiel kaputt. Übrigens lese ich das auch, ich habe das ein bisschen in der Kritik immer rumgeforscht. Auch bei Steam, in den Kommentaren und so weiter, ja, wie viele davon
enttäuscht waren. Ja gut, du kaufst das Spiel, ich meine, das ist nicht so teuer, aber ist auch egal, ja, aber und da denkt man, oh, muss das sein, ja. 4, 4, 4, ja. 6 mal 4 ist eine volle Palette, da haben wir die mit der 24 Säcke. Die 24 Säcke. Hört schon an wie zwei Fußballmannschaften, ne? Ja, ja, gut, egal. So. Die Palette, die rollt jetzt wieder ganz komisch. Jetzt müsste ich die eigentlich wieder abmachen, rausgehen und noch einmal reingehen. Noch einmal Hochpumpe. Hochpumpe. Hochpumpen. So, jetzt rollt die viel besser. Ne? Manchmal, das ist halt, das Spiel hat unheimlich viele, 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 viele Baustelle, die noch offen sind. Aber ich, wie gesagt, ich bin ein Typ, ich würde es eher dem Entwickler Mut machen wollen, als wie ihn schlecht machen zu wollen. Ne? Da geht's, Einzel, ja, wunderbar. Ne, falsche Richtung. Drehen wir dich schon mal bis in die Richtung. So, zack. Ja, wo ist er dann? Das haben wir langsam ein bisschen aufgeholt. Mir ist auch aufgefallen, man muss extrem viel hochpumpen, damit das Ding störungsfrei läuft. Ne? Normalerweise im Hubwagen wird so weit hochgepumpt, wie es notwendig ist. Aber hier muss man wirklich weit hochpumpen, damit er ohne Probleme läuft. Ach ja, geh weg. Warum nimmst du die Säcke? Warum kannst du die nicht auch aufheben? Ihr verdient alle Geld bei mir. Gutes Geld sogar. Ich gebe euch extra viel Geld. Jetzt sieht's mit Kaffee aus. Muss ich auch bald wiederholen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann nochmal so ein Bonus-Karton kommt. Und damit ich weiter erweitern kann. Aber ich glaube es fast nicht. Na komm, das kann ich noch mitnehmen. Ja, hauen rein. Komm, schütt rein. Die heiße Brühe. Die Blöre. So. Noch ein Sack, das ist auch wieder voll. Normalerweise fahre ich zwischendurch schon mit dem Stapler schon einige auf der Pickup draußen. Die rollt schon wieder so komisch. Ich muss sie jetzt schon wieder runterholen. Wieder, also, ja. Aber ich will das jetzt nicht als nervig abtun. Das Nervigste, nämlich der Penner, das habe ich abgestellt. Und da bin ich sehr glücklich. Ich bin so stolz drauf. Leute, ich glaube gar nicht. Was war das eine Sauerei über den Gullideckel? Aber egal, der ist weg. Der ist verloren, für immer. Der wird sich nie wieder wagen, seinen Gestank hier auf den Hof zu tragen. Echt, ey. Rum zu urinieren und so weiter. Also, ey, wie abartig sowas. Nee, Leute, bitte. Alle Entwickler. Wenn ihr anfangt mit Wirtschaftssimulationen oder sowas, dann lasst solche Spinnerei weg. Die braucht kein Mensch. Kein Gesunder. So, zack. An, aus. Los geht's. Aber so verdient er gut Geld. Ganz schnelles Geld. Und ich habe ganz ohne viel Arbeit und unbemerkt und ohne Geld auszugeben, mein Lager schon vorbereitet und aufgefüllt. Ich meine, ob ich das hier lassen werde, die veredelte Malzkörner, weiß ich nicht. Ich könnte sie von hier aus dann nachher runterfahren in die Produktion. Natürlich. Aber, mal gucken. Ja, weil, ja, ich bin sogar so schnell, dass das Auto nicht schnell genug beikommt. So. Aber schön auf der Anzeige nebendran kann man schön sehen, wie weit unser Fortschritt ist. Und wie viel am Schluss dann noch auf der Palette sein müssen. Ich bin echt schneller wie das Auto. Schade. Da kommt der. Warum überhaupt ein Pickup? Das könnte eigentlich ein kleiner Truck sein, wo ich alles drauf lade, ne? Naja, gut. Aber wir wollen ja nicht in die Krone. Ihr wisst schon. So, im vierten Vertrag haben wir vier Stück schon drauf. Da haben wir noch eine Palette. Da hinten ist wahrscheinlich die Palette schon wieder voll.
Auto, pst, komm zurück. Jawohl. 10 Stück. Die letzte Palette braucht noch 10 Stück. Machen wir gleich vor die Vorbereitung. So, also beim letzten Stand, im letzten Game, war mein Stapler ja mit dem Penner wegjage durch die ganze Bonus-Dinge, hat mein Stapler keinen Benzin mehr gebraucht, gar nichts mehr, keinen Verbrauch mehr. War natürlich ein Vorteil. So, wenn jetzt wirklich nichts mehr kommt oder sowas an Dings, dann muss ich ab und zu mal eine Gasflasche austauschen. Mein Gott, wenn das das Schlimmste ist, das kriegen wir auch noch hin. So, das müsste es alles gewesen sein eigentlich. Ja, genau. Ich hatte hier glatt so viel Palette. Wir brauchen jetzt 10 Stück auf der letzten Palette. Dann gucken wir mal gerade, was da hinten drauf ist. 2, 4, 6, 8, 9. Da sind 10 drauf. Ganz einfach. Alle Vertragsdetails erfüllt. Die werden gleich abkassieren. So. Und dann kommen auch wieder neue Belohnungskiste wahrscheinlich. Die stellen wir jetzt erstmal sauber hin noch. Da fehlt jetzt eine, ne? Ja, ein Sack. Da kann man den wieder ins Regal heben. Was wollte ich? Achso, ablasse. Das wollte ich. Das geht wieder einzeln. Okay, sehr schön. Räumen wir gerade ein bisschen auf vorher, bevor es dann weitergeht. Und dann ist so die Frage. Was ist denn das? Wie kann denn das passieren überhaupt? Jetzt nimmt es an. Oh, Mann, Mann, Mann. Die steht echt ein bisschen ungünstig hier, Stapel. Aber genau das hat man halt nicht im Griff, ne? Leider. So. Ist aufgeräumt. Ja, die Frage ist halt, wohin mache ich die Apfelleine? Die Apfelleine da hinten, der Raum ist immer ein bisschen klein, aber den muss ich am Anfang nutzen, am Anfang. Achso, und durch das viele Geld, wie gesagt, nur diese Aufträge gemacht. Und eben hier, ne? Zack. Alles schön abgerechnet. Was haben wir jetzt? 14.700, ne? Da geht was. So, und wir haben noch keinen Investor. Ne? Der Schritt kommt ja jetzt in dem GMS noch. Die Brauerei ist noch nicht immer freigeschaltet. Ich bin ja noch an der nächsten Ziele, die ich machen muss. Die machen wir aber jetzt gemeinsam. Und ich möchte eigentlich gar keinen Unterschreiber, aber einer muss, glaube ich, gemacht werden, schon geht es im Spiel nicht weiter. Da würde ich aber hier den Einzelnen, weil die nehmen alles so viel Prozent vom Umsatz weg. Ne? Ich habe dich zufällig gesehen, was für sich, wie ich meine Dings weggemacht habe. Ich hatte ja beim letzten Mal diesen große gehabt, wegen dem viele Geld. Und 25% ist eine Hausnummer, ne? So, beende den Bau und schalte die Brauerei im Untergrund frei. Achso, das muss ich, glaube ich, erstmal Upgrades, Bauunternehmen. Da. So. Sorry, dass wir das eigentlich schon mal gesehen haben, aber jetzt machen wir es richtig und jetzt wird's genial. Kauf und platziere einen Brautank. Der muss wahrscheinlich. Muss der hier? Ne, das war, glaube ich. Ja, kaufen. Ja, hier ist ein bisschen ungünstig. Können wir auf der Hofstelle? Ne, das ging nicht. Ging das hier? Ging das eigentlich hier hin? Nee. Also hätte ich auch gar nicht vorher, aber ich wollte es nur mal probieren. Da ging es auch nicht hin. Also da ist alles rot, ne? Wahrscheinlich auch wegen der Höhe schon. So, hier ist ein bisschen eng. Da wollen wir nichts hinstellen. So, und auch das will ich besser platzieren jetzt künftig. Ich habe mir beim letzten Mal hier da an der Ecke gemacht. Da ist ein Büro. Und ich würde hier ist unser Anfang, ne? Und da unten ist einfach nur das Lager. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wird das platziert. Da sind die
Ups, stellen wir es mal so rum hin. Wegen der Treppe, naja, ich will nur ein bisschen versuchen, logisch zu denken. Und dann müssen wir es nochmal versuchen umzusetzen. So, die Treppe ist, nee. Aber wir können doch, glaube ich, von hier aus. Ich sehe es jetzt nicht. Ja, sehr gut. Ja, und diese, nee. Blöd, also die hätten es ein bisschen einfacher machen können, dass man es schön bauen kann. Aber das finde ich jetzt, ups, das finde ich jetzt nice. Ne, der kann von zwei Seiten hochrennen, wenn es sein muss. Die zweite Treppe ist jetzt nicht notwendig, ne, aber das ist, finde ich, nicht verkehrt. So, ich stelle ein Rezept auf dem Computer. Ja, jetzt geht es erstmal wieder los. Jetzt müssen wir den ganzen Prozedur wieder durchlaufen. Aber hier werde ich dann jetzt viele, viele Stellplätze hinschrauben. Das können wir doch eigentlich schon machen. Mit dem Besen, genau. So. Kaufen. Wie mache ich das am besten? Das, was am meisten gebraucht wird, das ist nach wie vor, wie gesagt, Malz. Da mache ich hier vorne viele hin. Aber da mache ich hier hin. Ja, kaufen. Hier mache ich eine Palette hin. Wie Hefe und Hopfen. Und das ist sogar jetzt im Quadrat ziemlich bündig, weil ich überlege ja, wenn später mehr gebaut wird, dass sie alle gleich aussehen. Ich brauche halt noch, hier in der Mitte brauche ich noch einen Weg, um im Hubwagen Palette nachfüllen zu können. Das ist wohl logisch, ne? Aber jetzt brauchen wir die Hopfenpaletten noch. Warte mal, die machen wir die. Fangen wir am besten hier an. Die gingen jetzt alle hier, sind dann nur für Hopfen hier. Die können ruhig hier in der Mitte stehen, das ist kein Problem. Ups. Kostet nur $25, ist ja nicht so teuer. So, noch eine. Da gehen sogar noch zwei hin, hä? Ich hoffe es doch. Ja. Geht doch eine hin? Da geht doch eine hin, jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, so wollte ich es probieren. Deswegen hat er gesagt, komm, wir fangen nicht an, das, was im bisherigen Spielstand mit dem nervigen Penner da noch mal irgendwie anfangen umzubauen. Nein, fangen wir lieber ab einem gewissen Punkt nochmal neu an. Und immerhin, schaut auf dem Konto, wir haben immer noch knapp 13.000. Jetzt habe ich wenigstens mal Geld, ohne dauernd an Geld denken zu müssen und so, dass die erste Produktion noch sauber laufen kann. Also das haben wir schon mal. Im Übrigen hoffe ich auch, ich habe sie noch nicht erleben dürfen, aber soweit kam ich noch gar nicht, wenn unser Fortschritt und immer wieder die Upgrades für Wasser gekauft wird, das sind halt nur sauteuer mit der Zeit, bin ich echt mal gespannt. War da Müll da unten? Nee. Bin ich echt mal gespannt, gibt es da auch was? So, nee. Bin ich echt mal gespannt, nach den vielen Wasser-Upgrades, wenn die dann auch teuer bezahlt werden können, ob irgendwann der LKW, der eh nichts kann, der bleibt da dauernd hängen und so weiter, ja. Ob er da nicht mal einen festen Wasseranschluss habe. Mir bezahlt einfach nur die Wassergebühren. Das wäre mir fast schon lieber. Weil das ist nervig, ne? Mit dem komischen Truck, wo du kommst. Und dauernd hängen bleibt. Ich muss ihn mit dem Stapler wegschieben und. Wo ist dein Müll? Kann man schon mal aufschließen. Schön, das ist nice, ne? Kann man schön durchgehen noch. Trotzdem, es passt ja. Da kann man auch aufschließen schon mal. Ach, riecht mal, Leute. Der Duft. Ohne dass einer hier rumstrullert. Da ist nichts. Nothing. War da nicht auch Müll dahinter? Nee. Was sind denn vier Müllsäcke? Ach, wahrscheinlich. Ah, ich weiß wo. Dahinter in der Ecke drin wieder. Lauf doch nicht weg, da ist doch. Ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe mit dem Neustart. Übrigens,
ich wollte erst, dass er kommt. Man kann ja mit dem Alten gehen, mit der weitermachen, falls das nichts wird. Geht nicht. Also, wenn ihr einen neuen Spielstand anfangt, dann ist der Alte weg. Man kann leider nur einen Spielstand hier bei dem Game spielen. Also seid euch sicher, was ihr macht, schon müsst ihr von vorne anfangen, ne? Ist das eigentlich schon freigegeben? Ne, ne, der ist noch kein Schloss. So, Rezept müssen wir erstellen. Jetzt habe ich noch nicht geguckt. Mal gucken, ob das jetzt geht. Wie man überhaupt ein eigenes Etikett macht, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich kam ja noch gar nicht so weit. Das ist Wasser. Upgrade. Was haben wir da im Moment? 1000 Liter. 1250. Füllgeschwindigkeit finde ich das. Was bedeutet das? Wenn ich das hier kaufen würde, kostet das 2500 nur die neue Füllgeschwindigkeit. Nee, das gehört dazu. Aber warum? Nee, ich kann doch beides anklicken. Ich will jetzt nicht mal Geld hier verjubeln. Dann muss ich wieder da vorne erstmal arbeiten und nur veredeln, bis ich wieder Geld zusammen habe. Das lassen wir jetzt mal, komm. Logos. Ja, das lassen wir nicht. Form auswählen. So oval finde ich schon cool, das ist so typisch. Erweitert, ja, das hat mit den Logos. Benutzer definiert. Ja, aber wie? Ach so, importierte Benutzer in Format. 512x512. Eine sichere Zone von 1 Pixel, okay. Ja, also das heißt Text und so weiter nicht ganz vom Rand weg, sondern 1 Pixel Rand lasse rundherum. Auf jeder Seite, um seltsame Ergebnisse zu verhindern. Das ist okay. Und PNG-Datei. 512x512. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Das machen wir später. Da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Da muss ich nämlich raus aus dem Programm erstmal. Rezept. Neues Rezept. Machen wir einen geilen Namen. Zwibbelbräu. Ist ja logisch. So, ich hatte, glaube ich. Ich muss das echt mal ehrlich gesagt mal googeln. Worauf es darauf ankommt. Was bewirkt Hopfen, wenn der mehr ist? Was bewirkt Malz, wenn der mehr ist? Malz ist halt die Masse, das Eigentliche, ne? Wahrscheinlich. Und die Hefe. Ja, ich meine, ich habe schon oft die Hefe gehabt, wenn ich einiges getrunken habe, aber. Tja. Übrigens, achso, hier werden die Gewürze freigeschaltet später, ne? Genau, ja. Kümmel, Chili-Bier, oh ja. Zimt-Bier, ja. Super. Ich warte nur noch, bis dieses hässliche Lakritz ist und sowas ähnliches. Pfefferminz, wollte ich mich gerade sagen. Pfefferminz ist so, also alle, wer mit Pfefferminz arbeitet, ich weiß nicht, Leute. Naja, gut. Aber da ist ja noch nichts machbar. So, mehr Hopfen, was bedeutet, aber was ist, ich meine, wir wollen ja auch der gute Geschmack der Leute treffen. So, das ist alles in so eine Waage. Es gibt halt nur 100%, fertig aus. 7% Hefe. Zwiebelbräu kann auch 0 Hefe haben, ne? Das ist ein normales Bier, hat ja, glaube ich, keine Hefe, sondern nur Hefeweizen. Oder sehe ich das falsch? Aber 4% Hefe. Hopfen, aber Hopfen, das ist wahrscheinlich das, was der bittere Geschmack, ich weiß es nicht, ja. Und 83% Malz. Ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Ich lasse es mal so stehen, weil das muss auch einen guten Anklang haben. Aber das ist unsere Marke. Das muss unsere Marke werden. Das ist ganz wichtig. Schon muss ich am Rezept vielleicht verändern. Veränderung anstelle oder sowas. Ich hoffe, es geht überhaupt. Ich habe das noch gar nicht probiert. Zwiebelbräu, lassen wir so. So. Logo haben wir noch nichts. Ne, Logo ist im Moment das hier, ne? Scheiße, das ist auch blöd. Naja, wenn die Folge fertig ist und ich muss dann nochmal Neustart machen für die nächste Folge, dann habe ich ein Etikett erstellt dafür, ein schönes.
darf wahrscheinlich ein ganz normales JPEG, also ein PNG, aber als normales Bild, oder? Das wäre ja cool. Haben wir das hier? Nee. Ach Mann. Ja, was denn jetzt? Da ist das Beer Factory hinten dran und da ist nur das hier. Was ist denn jetzt was? Anwenden. Doch, das gibt's doch nicht. Logos, Form auswählen. Haben wir doch gemacht. Achso, das da oben, das muss da weg. Das muss weg eigentlich. Genau. Form auswählen, erweitert das. Das lassen wir jetzt nur als Platzhalter fertig aus. So. Okay. Was sind eigentlich unsere Bestelle Wasser über den Computer? Die Sanitärkontrolle war da. Das Gesundheitsamt soll das eigentlich sein, ne? Die sanitäre Kontrolle. Hier uriniert niemand mehr, kein Problem. So. Aber bitte eine gute Gucke. So. Was wir also Wasser kaufen müssen wir. Da können wir jetzt volle Kanne machen. Ja, geht zum Wasser für die. Das muss SS alles Schritt für Schritt gemacht werden wieder. Da ist sie ja. Ja, wusste doch, dass eine Frau ist. Jetzt lauft der mit in die Füße, der hat sowieso Probleme mit dem Reinkommen. Ach. Nee, sie muss. Hab ich's nicht gesagt? Sie läuft dem in die Füße, jetzt genau im falschen Moment. Jetzt kommt er nicht um die Ecke. Oh Mann, was ist dann nun los? Oh. Ich wollte wegputzen. Da liegen Müllsäcke. Aber da komme ich nicht hin. Nee. Das ist nicht meine. So, immer wenn der reinkommt, fährt er hinter eine Runde und sehr oft bleibt er irgendwo hängen. Der kommt aber nicht weiter. Also der Entwickler sollte hier sich Gedanken machen. Es eliminieren bitte. Auch das raus aus dem Game. Wassermarsch. Da müssen wir mit dabei bleiben. Das geht Gott sei Dank von allein alles fertig. Können wir schon mal einen Kaffee aufstellen? Eine Bestelle Hopfen. Bestelle eine Palette Hopfen. Du kannst mehr bestellen, wenn du das brauchst. Ja. Hopfen. $25 das Stück. Ich warte hier, bis der globale Markt ist. Jetzt müssen wir wieder freischalten. Da habe ich oft Glück, dass er wenigstens im Angebot ist, weil $25 ist schon viel. Eine Palette ist das. Also mit gedrückter Shift-Taste könnt ihr palettenweise bestellen. Ne? Es wird halt leider nicht angezeigt, wie viele Paletten das sind im Moment, aber gut. Stellen wir mal zwei. Was haben wir denn jetzt? Das sind 1200, das ist schon ein Haufe Geld. Lassen wir so. Eine Palette Hefe, hätte ich nicht gleich sagen können. Hätte die mitgebracht, aber nein. $80. Das ist teuer, ne? Ich werde auch nur eine bestellt. Aber sowas von. Nehmen wir hier die Hubwagen generell, der Hubi, wie auch immer, also gibt es viele Namen dafür. Nur eins gibt es hier in dem Game definitiv nicht, die Möglichkeit einen zweiten, dritten, vierten oder der zehnte zu kaufen, meinetwegen. Das finde ich schon kacke. Ich brauche mehr von den Dingen. Überall wo gewirkt wird, muss ein Hubwagen bereitstehen, fertig aus. So, nimm damit.
immer schön bis ganz runterfahren, damit die Möglichkeit des Hängenbleibens oder Abstürze und Bug ausgeschlossen wird. Alles, was sie sich vorstellen, bis zum Ende fahren. Ich glaube, die wollen sogar, dass der Hubwagen ganz nach oben gebockt wird. Da kommen weniger Fehler. Das ist mir schon mal aufgefallen, aber das ist, finde ich, so krank, echt. So, hoffen, dass wir mal hier stehen. Das wird später runtergefahren. Wir müssen nur erstmal abladen. Sag mal, ich habe doch dem anderen Kollegen gesagt, reinigen. Oh, Absturz. Ein Absturz. Das hatte ich noch gar nicht. Wir sind gleich wieder drin. So, wir sind schon wieder da. Tja. Kritisiere ich zu stark? Werde ich jetzt schon bespitzelt? Haben die mir jetzt irgendwie... Was ist mit dem Wasser? Ist das Wasser jetzt gestoppt oder muss ich... Dahinter kommt er wieder. Der kommt dahinter wieder. Nein. Machen wir die Taschenlampe an, die geht ja wenigstens. Wie viel ist da drin? 100 von 1200. Wie hat er nur 100? Was ist mit meinem Geld? Ja, erst umdrehen, bitte. Oh. Das wollte ich gerade nur gucken gehen, warum noch 4 Säcke da oben noch als Müll da rumsteht. Während ich dem einen Mitarbeiter gesagt habe, soll reinigen. Ja, du mich auch. Es läuft. Ach, Kaffee trinken wieder. Man kann nicht laufen. Ein Käffchen, ne? Aber das ist ja eigentlich realistisch. Erstmal ein Käffchen, bevor es losgeht. Licht an, Tor auf, dass die... Achso, das müssen wir ja auch wieder aufnehmen. Wenn es beim nächsten Mal gebraucht wird, habe ich es wieder vergessen. Nur was haben wir jetzt? Muss ich die wieder bestellen oder nicht? Hopfen und so weiter. Ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht, dass da was da ist. Okay. Ein paar Liter Hopfen, ja, steht doch da. Und eine Hefe, das wissen wir ja jetzt, das ist mein Vorteil jetzt. So. Hopfen. Haben wir zwei Palette. Und davon nehmen wir einen. Quatsch, eine. Eine Palette. Nimm eine Hefekarton und verstau ihn. Ja, jetzt lass ihn erstmal anliefern. Würde ich sagen. Mit dem Trick, das Spiel anzufangen bis zur Getreidemühle und nur das erstmal mache und damit Geld verdiene, bevor es hier weitergeht. Ich glaube, das hilft sogar, das Game zu überlisten. Ne? Weil wir waren bei Level 7 und haben es kaum noch so Level 8 geschafft, weil nicht mehr groß was passiert ist und man versucht Geld zu verdienen. Ich glaube, dass wir jetzt auf dem Weg, guck mal, wir haben Level 7, wir haben einen Haufen Geld. Und jetzt geht's erst los mit den ganzen Dingen, wo noch Punkte dazu kommen. Dann kommen auch ein Level höher. Und wenn der Level höher geht, hoffe ich ja, dass da im Game noch irgendwie Neuerungen dazu kommen. Verbesserungen oder sowas. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber das muss natürlich in den Keller. Ich hoffe, unsere Anlage steht da unten noch. Und da natürlich, wenn die Brauanlage ohne steht, man möchte jetzt eine große Dings Bier brauen, denkt dran, ihr braucht da ohne einen Mitarbeiter. Und
der auch mit Upgrade, Schulungen und so weiter vorangekommen ist, der auch in der Lage ist zu braue. Das kann auch nochmal Geld kosten, zur Not. So, jetzt haben wir die Hopfen mal raus. Rolltüre gehen zu, das heißt, er fährt weg. Ja. So, die Hopfe. Eine stelle ich unten ins Regal zum Lagern. Und Hefe kommt da hin. Da wird das Regal voll gemacht. Und dann gucke ich natürlich, dass irgendwann Hefe nachgekauft wird, damit ich. Ja, hätte doch zwei Palette bestellen müssen, auch wenn es teuer ist. Weil dann hätte ich nämlich Hefe noch eins im Vorrat. Aber bei unserem eingestellten Rezept brauchen wir nicht so viel. Aber ihr werdet sehen, auf dem Weg, jetzt ein bisschen businessmäßig gedacht, geht das viel, viel besser von der Hand. Und wir kommen mit ein bisschen Glück, ohne große Investoren, sofort zu Großaufträge und verdiene dann schnell Geld. Unser Ziel ist es. Ich meine, klar, eigentlich ist das Spiel dann schnell vorbei, wenn man so will. Wenn man es Grunde genommen will, man hat schon gut Geld verdient und so weiter, ja. Aber ich will hier auf was raus. Wie ein großer Bierhersteller möchte ich, dass hier tausende von Dosen produziert werden und die ziemlich schnell rausgehen. Das heißt, da haben wir viele, viele Mitarbeiter und haben jetzt wohl Palette bestellt. Das habe ich eigentlich nicht gemacht. Warte mal. 2, 4, 6, 12. Das sind nur 12 auf einer Palette drauf. Deshalb habe ich automatisch 2 Palette bestellt. Ah ja, gut, egal. Dann war es ja nicht so teuer, davon abgesehen. Ja. Dann ging es ja noch. So. Muss man dann gleich alles runterfahren in der Keller. Ja, wenn der globale Markt offen ist, dann kann ich wenigstens nach Rabatte suchen und günstig einkaufen. Das ist ganz wichtig bei dem Game. Wichtig, ganz wenig Kosten verursachen. Ich kann sogar jetzt einen Kundenauftrag machen und könnte hier hinter die Palette aus dem Regal holen. Die habe ich schon produziert, die sind schon bezahlt, das heißt alles reingewinnen. Aber ich spreche doch keine falsche Sprache. Ich glaube, solche Games ist doch das, was viele von uns interessiert, oder nicht? Einfach nur Wirtschaftssimulationen, bisschen wie Realismus hier nachgehen können natürlich. Frei ohne Penne und dann macht das auch richtig Spaß. So, brauchen wir den Stapler und Kaffee wieder. Ach, der steht, glaube ich, noch da. Den habe ich noch gar nicht getrunken. Von lauter Schufte. So bin ich halt, ne? Erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen. Was ist? Mach doch mal sauber, Mensch! 4 Säcke stehen da oben immer noch. Der weiß es nicht. Er weiß es nicht besser. Einer steht immer hier rum. Wenn ich den jetzt... Ne, der ist ja mit der Maschine verbunden im Moment irgendwie. Was verstehen die dann unter reinigen? Die Schuhreinige oder was? Die Fingerreinige, wahrscheinlich. Sehr gut, hat wieder geklappt. Mach ich das halt. Meine Güte. Sonst laufe ich so. Immer einer läuft immer da rum. Oder habe ich die. Ich habe die, glaube ich, im Upgrade schon so weit gelevelt. Die sind aufgestiegen in ihrem Job, dass ich das nicht mehr mache.
nicht mehr für notwendig halte. Wenn ich jetzt noch einer einstelle, der wird jetzt hier anfangen rumzulaufen und alles sauber machen. Kann das sein, dass sie das so programmiert haben? Ich weiß es nicht. Wo laufen die jetzt hin? Ich weiß nicht, was die machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da, noch 4 Sek. Jetzt gehen sie wieder da rein. Jetzt stehen sie wieder da. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich werf's mal da vorne hin, mal gucken, ob ich es da weghole. Ja. Alle beide, genau. Tragt beide einen Sack. Das ist eine gute Idee. Was ist denn das? Rohmalt. Noch unbehandelt. Legen wir mal da hin. Beim nächsten Mal brauchen wir den. Wie auch immer der da hingekommen ist. Das ist ja unbehandelt. Ich meine, da hinten kommen ja die Behandelte raus. Okay. So. Noch Platz. So, dann fahren wir mal runter in den Keller. Das ist halt immer viel Arbeit, ne? Wenn was angeliefert wird, das muss alles da runter geschafft werden, was gebraucht wird. Malz ganz besonders viel. Aber da bin ich ja überlegen, ob ich hier oben immer Malz veredeln lassen sollte. Und ich fahre die immer die Stellfläche ohne voll, was gebraucht wird. Da bin ich noch am Überlegen, was sinnvoll ist. Ja, und ich gehe die Wand fahren. So. Das war mir Oberhänge, das war mir fast klar. Oh, Mann. Gut, ganz so hoch müssen wir nicht. Ja, was ist dann jetzt? Oh Mann! So. So reicht's auch, ja. Muss nicht ganz so hoch sein. So, jetzt passt wieder. Die Ansicht verändern, weil da vorne auf die Ecke hätte ich gerne die Hefe abgestellt. Ja.
So. Holen wir die Palette noch runter. Ich weiß aber, mir macht das Spiel eigentlich Spaß. Ich meine, klar, die Bugs nerven wie gestört, aber ich finde es eigentlich geil. Ne, weil es hat so eine Wirtschaftstätigkeit, Wirtschaftssimulation, aber auch handkräftige Arbeit. Ne? Ihr erinnert euch an die Hausbilder, wo ich gemacht habe. Das mit den Mauern und so weiter, dass man selbst mauert und so weiter, das fand ich richtig toll. Aber es hat halt einige Details gefehlt, wo dann nicht mehr weitergedacht worden ist. Um das Spiel interessant zu halten. Ne? Mehr Flexibilität, mehr Ausweiche und so weiter. Oh. Ach Mann, ich bin schon wieder hängen geblieben. Ja, super. Das hatte ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. So. Shift-Turbo-Taste. Einfach nur ein Stapler. Fertig, aus. Und wenn mir der Stapler so langsam wird, dann kaufe ich irgendwann einen anderen Stapler, der schneller fährt. Oder? Ist doch so. Muss doch nicht sein. Machen wir die Regale erstmal voll. Das ist auch noch so ein Ding, was mir irgendwie so, ich weiß nicht, das geht mir nicht so gut ab. Dass man das im Regal hat. Jetzt drin. So. Vier von sechs. Irgendwo ist eins hingefallen, wo es denn hingehört. Irgendwo fliegt jetzt ein Päckchen rum. Das. Der Karton kann ich nicht nehmen. Irgendwo liegt eins. Irgendwo ist ein Hefepäckchen hingeflogen. Mann. Komm, machen wir das erstmal leer. Da ist es. So, zwei Kisten können wir noch reinstellen. Da kann man die andere Palette schon in die Nähe stellen, weil die ist eh bald dran dann. Okay. Ich glaube, da muss ich so bald ein Regal noch kaufen. Das ist so eine Aufgabe. Ich starte dann erst das Gebräu. Habt ihr eigentlich mal überlegt, dass ich auch Malz hinstellen muss? Davon schreibe ich gar nichts. Ne? Weil theoretisch gehe ich nach dem Zielanweisungen, hätte ich jetzt so gut wie kein Malz da oben. Sind die noch ganz knusper oder was? Gehen wir jetzt mal Malz holen, ne? Etwas, woran die nicht gedacht haben.
Ist da was unter? Ja, da ist unter. Jawohl. Oh Mann. So. So, komm, das schaffen wir jetzt runter. Also, wir gehen jetzt neue Wege, wir gehen jetzt erfolgreiche Wege. Hier wird das jetzt ganz anders. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, Prost. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.